Ich begrüße Sie hier bei uns in der Agrarburg die Kitzen. Das ist unser Milchviehstandort in Leipzig-Großstache, wo wir gerade eine Sanierung, umfangreiche Sanierung und Rekonstruktion durchführen. Die Genossenschaft hat 130 Mitglieder, ist 1990 gegründet worden als ehemaligen LBG in Tierproduktion. Mein Name ist Hans-Uwe Heilmann, ich bin Vorstand seit 1995 in der Genossenschaft. Wir bewirtschaften in zwei Genossenschaften 3300 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Betreiben Milchproduktion, Schweinezucht, Schweinemast. Milchproduktion zurzeit 800 Kühe auf zwei Standorten. Hier an dem Standort sollen dann mal 972 Kühe gehalten werden. Haben zurzeit 460 Zuchtsauen und eine Mastanlage mit 2300 Mastplätzen. Ziehen jährlich ca. 14.000 Ferkel auf. Die Hälfte davon wird verkauft, die andere Hälfte, die wird bei uns in der Mastanlage gemästet. Gegenwärtig befinden wir uns noch in der Getreideernte. Weizen bei uns stehen jetzt Stand heute Abend noch ca. 530 Hektar Weizen auf dem Halm mit einem guten Ertrag in diesem Jahr. Wir hatten drei Jahre hintereinander weg extreme Trockenheit. Dieses Jahr sieht es sehr gut aus erstmal. Jetzt müssen wir die Ernte bloß noch reinbringen. Wir machen seit 2001 fluchlose Bodenbearbeitung hier aufgrund der Vorsommertrockenheiten, um Wasser zu sparen und den Boden zu schonen. Und das, denke ich, hat uns schon ganz viel genützt, gerade in den trockenen Jahren. Bauen an Winterweizen, Wintergerste, Winterraps, Zuckerrüben, Silomais und Futterpflanzen. Ab nächstes Jahr werden wir uns im großen Umfang am Greening beteiligen, also sogenannte ISA-Flächen, über 300 Hektar werden wir anbauen. Wir haben in der Genossenschaft weiterhin noch eine Biogasanlage, eine 500 kW-Anlage, hier eine 75 kW-Anlage, ca. 7 Megawatt Strom auf PV-Anlagen auf unseren Dächern verbaut, betreiben zwei ökologische Projekte mit Weidetierhaltung. Ja, dann zum Bestand der Genossenschaft gehören 90 Wohnungen und 48 Monteursunterkünfte in einem Objekt. Hier an dem Standort sind wir eben gegenwärtig dabei, unsere gesamte Milchproduktion zu konzentrieren. Das heißt, hier ist Platz für 972 Kühe und insgesamt 1350 Rinder. Ein Teil unserer Rinder wird in Kitzen weiterbleiben. Wir haben hier ein neues Melkzentrum gebaut, in dem 17 Roboter von Lamb & Foulwood platziert sind. Wir werden noch einen Abkalbestall dazu bauen, wo noch ein 18. Roboter installiert wird, der die frisch abkalbenden Kühe und Fersen einmelkt. Ansonsten stehen die Kühe hier auf Kalkstrohmatratzen. Das haben wir 2012 den ersten Stall umgebaut und das hat sich sehr gut bewährt. Und verwirklichen hier auch ein erhöhtes Tierwohl mit Auslauf draußen und Außenfuttertischen. Und damit haben wir ein Tierfressplatzverhältnis von 1 zu maximal 1,2. Von der Rasse her sind es in der Regel Holstein-Frieschen alles. Wir paaren seit vielen Jahren schon gesächstes Sperma, sodass wir relativ viel weibliche Nachzucht haben und bauen seit 4 Jahren eine Direktvermarktung auf, wo wir jetzt dann verstärkt auch ab und zu Mastrassen anbauen, um eine gute Fleischqualität zu erzeugen, weil wir in der Direktvermarktung Wurst und Fleisch frisch verkaufen. Wir sind hier in der Stadt Leipzig. Bis zum Verbraucher ist es hier nicht weit. Leipzig hat 600.000 Verbraucher und da hoffen wir uns in der Direktvermarktung schon Chancen. Vor 4 Jahren haben wir angefangen, Rohmilch zu vermarkten an den beiden Standorten hier in Großschorch und in Kitzen. Und das lief so gut, dass wir uns dann relativ schnell entschlossen haben, auch in der Stadt Leipzig frische Milch anzubieten. Das heißt, wir haben eine Pasteurisierungsanlage gebaut, wo wir mindestens oder wo wir 20.000 bis 30.000 Liter Milch täglich pasteurisieren könnten. Schaffen wir momentan bei Weitem nicht und werden wir wahrscheinlich auch nie schaffen, aber die Möglichkeit besteht. Und haben jetzt in den letzten Jahren in der Stadt Leipzig 9 große Milchautomaten installiert, wo die Bürger oder der Verbraucher seine Milch zapfen kann. Beziehungsweise wir verkaufen jetzt auch von uns selbst gepresstes Rapsöl und Wursterzeugnisse und Eier in dem Automaten. Später soll dann mal Käse dort noch mitverkauft werden. Unsere Käserei ist jetzt in der vergangenen Woche fertig geworden. Wir fangen jetzt an, Käse selber zu produzieren. Und da arbeiten wir mit arabischen
Mitbürgern in Deutschland zusammen. Die werden die Käse machen, um die arabische Bevölkerung in Leipzig mit arabischen Käsen zu versorgen. Aber die werden auch Käse für deutsche Verbraucher herstellen. Schmecken bis jetzt recht gut, die Sorten, die wir dort gekostet haben. Ja. Also Ausblick ist, wir schauen schon optimistisch in die Zukunft, sonst hätten wir nicht so viel Geld in der Hand genommen. Viele steigen aus an der Milchproduktion. Wir haben uns bewusst zur Milchproduktion entschieden. Für uns ist Landwirtschaft gesamtheitlich der Kreislauf, Bodenpflanze, Tierboden ist zu erhalten. Und nur so ist eine vernünftige Landwirtschaft, denke ich, machbar. Wir sind bodenständig, wir stammen von hier und auch unsere Kinder sollen den Boden weiter bewirtschaften. Aus dem Grund gehen wir auch sehr ordentlich mit dem Boden um, haben vor 2 Jahren den Sächsischen Umweltpreis gewonnen als Agrarprodukte Kitzen. Aufgrund dessen, weil wir mehr Energie produzieren, wie wir verbrauchen. Und wenn man an das ganze CO2-Geschehen denkt, also auch dort sind wir auf einer positiven Seite. Wir haben vor 2 Jahren ins Leben gerufen, Bienenblühwiesen an die Bürger zu verkaufen, weil immer gesagt hat, der Bürger möchte das, der Bürger will das und so weiter. Dort muss ich ganz ehrlich sagen, der Bürger mag das wollen, also in dem Moment, wo er Geld davor bezahlen muss, der will er das dann nicht mehr. Also dort waren wir enttäuscht, aber das war auch von vorne unsere Eingebung. Wir haben gesagt, entweder sie nehmen es richtig gut an, dann haben wir gewonnen, oder wir beweisen, dass immer bloß geredet wird. Und leider ist das Zweite eingetroffen. Es wird geredet, wir wollen, aber wenn man selber was tun muss, wenn man selber was tun muss, ist es nicht. Und ja, aber als Betrieb machen wir das mit und wie gesagt, gerade diese ökologischen Projekte, die wir noch betreiben, die laufen ganz gut.